Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ja, ich habe ein bisschen Einzeltraining mit Jonas gemacht. Und ja, ich würde sagen, Level 44, Stärke über 200, wir können ihn digitieren lassen. Yay! Dann haben wir endlich auch alle auf Mega-Level und dann würde ich sagen, begeben wir uns zur Arena. Ja, dann ab geht's, auf, komm. Sabaleomon, ich liebe Sabaleomon, oh, der ist so cool. Cool, dann zeig dich mal. Ja, Rapidmon soll zu Sabaleomon werden. Mal ein bisschen vorspulen, das dauert immer so ewig. Ich habe schon vorhin ein paar Mal die Digitation von Jonas sehen dürfen. Sabaleomon, super. Yay. Irgendwie sieht er ein bisschen bleich aus. So ein bisschen. Okay, was haben wir denn? Hard Rock. Resistance to Confusion. Hit rate for skills makes fairly easy to flee from battle. Increase hit rate for skills by far amount. Dann nehmen wir das hier weg. Ich brauche nicht schneller fliehen müssen. Ich habe nicht mehr vor zu fliehen. Ich will sehen, ob ich overpowered bin oder nicht. Gut, ja, dann würde ich sagen, hallo Jonas. Der sieht trotzdem bleich aus. Keine Ahnung, egal. Er ist cool. Attack 40. Jo, ist klar. Ach, ich muss die beiden ausrüsten. Die habe ich ja gar nicht im Team gehabt gerade. Das hätte ich vorhin machen sollen. Change. Was hattest du denn? Nein, den bestimmt nicht. Den wohl auch nicht. Der war das, ja. Was hattest du hier an? Nee. Die hier wohl. Und was hattest du da? Wupp. Increase XP braucht man nicht. Spirit. Kannst du gut gebrauchen, bestimmt. Und nein, das war die falsche Taste. Ah! Und nun einmal bitte noch Murphy ausrüsten. Der war nämlich auch nicht dabei, als ich auf die falsche Taste drückte und Jonas trainiert habe. Ich nehme den Finger von der falschen Taste. So. Eigentlich müsste ich den ganzen Schrott hier verkaufen, aber nö. Oh, der hier war das? Ja. Change, dann hattest du hier 40, 40, 40 Beast, 40 Aqua. Böp. Hattest du da keine eigene? Also, dann gebe ich dir einfach die hier. Boah. Weil ich es kann. Und was hast du denn für einen Ring? Increase XP, increase Spirit, Spirit plus 40. Puh, dann nimm das. Gut. So, einmal komplett ausgerüstet. Könnten wir uns jetzt in den Krieg werfen. Und zwar in den Kampf gegen. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir kämpfen müssen. Hauptsache, wir gehen hier runter. Hey, jetzt können wir hier sogar lang. Cool. Hallo Leomon. Mit wem sollen wir hier reden? Oh, hallo. Hallo. Hallo! Susanomon aus Frontier. Ich genieße, Enjoy heißt ja eigentlich genießen. Also ich genieße die Kämpfe wirklich sehr. Ich frage mich, wen ich heute kämpfen muss, battlen. Oh Gott, du musst ein Platinum-Tinder sein. Natürlich, ich bin auch einer. Ja, okay. Ja, okay, bla bla. Leomon. Das ist die Digi-Arena, wo Platinum-Thema ihr Können beweisen können. Möchtest du die Regeln hören? Ja, bitte. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Nun, hör gut zu. Es gibt drei gute Wege Thema. Sie haben immer drei Digimon, also kannst du nur drei Digimon benutzen.
Besiege sie einen nach dem anderen und du kannst deine drei Digimon nicht mehr austauschen. Wir haben eh nur drei Digimon, also stört uns das nicht. Ja, okay, danke. Wir können sie auch nicht teilen. Das wird... Okay, ich hoffe, das werden wir nicht brauchen, solange mit Jonas nicht sofort abstirbt. Möchtest du die Regeln nochmal hören? Nein, ich habe verstanden. Gut, wenn du starten möchtest, ja, ich möchte kämpfen. Los, lass mich kämpfen. Nun denn, ja, ich möchte mit den Digimon kämpfen, die ich dabei habe. Nun denn, enter die... Cool. Oh, hallo, Magnamon. Ich bin Magnamon. Wir werden nun einen freien Kampf beginnen. Dein erster Gegner ist der Agumon-Tamer Chris. Hallo, Chris. Währenddessen erhält da oben jemand 23 EP. Hey, du siehst wirklich stark aus. Aber mal schauen, ob du mich besiegen kannst. Oh, er sieht wirklich stark aus. Ich möchte einen ehrlichen und guten Kampf sehen. Bereit? Los, beginnt! Das ist da. Das ist cool, das gefällt mir hier. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ein Agumon, ein Metall-Greymon und ein Greymon. Okay, damit hätte man rechnen können, oder? Was war jetzt die Bestätigung-Taste? Okay, Murphy. Puh, ja, ich möchte den Power-Laser mir noch auf... Machen wir erstmal Metall-Greymon, der könnte die größte Gefahr sein. Könnte. Ich sagte könnte. Wirklich, ich meinte auch könnte. Dann darf Sasa sich um Greymon kümmern. 23, 30, 13. Und ich bin 44, 15, 47. Oh, was kannst du denn? Ranger Claws, Fist of Beast King. Ich glaube, das könnte der auch als Karte. Trading Beast, Toning Karsha. Ja, dann mach einfach mal Kratz-Argu. Das ist das Savers-Argumon. Okay, danke. Schwerer Kampf, wirklich. Ja, danke. Ah, das ist genug. Der Gewinner ist an. Ja, das war wirklich kein schwerer Kampf. Ja, der ist Platinum-Tamer. Wie ist der Platinum-Tamer geworden mit diesen drei? Ach, egal. Du bist wirklich stark. Nicht schlecht. Viel Glück mit den anderen beiden. Ja, wenn die genauso schwer werden wie du, ist das kein Problem. Dein nächster Gegner ist der Rüstungsmeister Marco. Also einer, der auf Verteidigung auslegt, ja? Oder sie. Entschuldigung. Ich gratuliere, dass du weit gekommen bist, aber kannst du mich besiegen? Oh je, sie sieht ebenfalls so stark aus. Nur dann, Runde 2 beginnt. Ach du Schande. Oh, Entschuldigung. Flamedramon. Kongumon und Kenki. Warte, bist du denn? Ja, keine Ahnung. Greif erstmal den an. 30, 30, 30. Oh. Oh, man will eine Gefahr darstellen. Sasa, du hast die Ehre, Flamedramon kaputt zu machen. Ich mag Flamedramon. Flamedramon ist cool. Aber eben tot. ja, und zuletzt dieses komische Ding. Das machst du, Jonas. Jonas, zeig mir das, was kannst. Naja, zur Hälfte. Na gut. Wenigstens machst du ein bisschen mehr Schaden als vorher. Oh je. Und das war's auch schon. Das ist genug. Der Winner ist immer noch an. Danke, danke, danke. Ja, ich habe wieder einmal gewonnen. Ja, du bist stärker, als du aussiehst, aber ich glaube nicht, dass du den letzten besiegen kannst. Das ist Devins meine Herausforderung. Und nun das Finale. Der Elite-Thema Robert. Der Mega-Thema. Robert. Ich habe nichts gegen Robert, aber es klingt gerade ein bisschen komisch in so einem japanischen Spiel. Ah, wie ich sehe, bist du so weit gekommen, aber ich werde mich nicht zurückhalten, natürlich, werde ich auch nicht. Okay. Also ich übersetze es deswegen, ich will dieses Spiel endlich vorbei haben, das zieht sich jetzt schon so ewig. Diaboromon, oh, hallo. Galantmon, oh, hallo. Ach, zwei Diaboromon, langweilig, aber das Galantmon, das ist eine gute Wahl, das ist cool. Oh, letzte Runde. Power Laser. Mal gucken, ob einer das überlebt. Das könnte jetzt interessant sein. Nein. Aber die kam an unser Level ran. Aber hallo. Naja, aber der Kampf ist vorbei. Langweilig.
In Pokémon ist es besser ausbalanciert mit den Leveln, aber naja. Ihr habt euch beide gut geschlagen, aber der Gewinner ist an. Nun, ich habe alle drei besiegt. Wow, du bist unglaublich. Das ist unglaublich, dass du mich besiegt hast. Nun, wir wollen jetzt kommen, was? Ja, du kannst jederzeit wiederkommen, bla bla. Gut gemacht, du hast die drei besiegt. Du hast nun deine Stärke als Thema bewiesen. Ich werde CB Angemon und Kenntnislettern. See you later, Alligator. Ja, danke, danke, Sir. Bibi, bibi. Danke, Kalumon, aber ich brauche keinen Farm Report. Jo, das war lame. Dann gehen wir jetzt mal zu CB Angemon, ob wir jetzt einen besseren, spannenderen Auftrag haben. Ich mit meinen drei Mega-Digimon hier voll am Rumbashen und ich will Herausforderung, ich level nicht mehr. Ich wollte jetzt den einen nur noch zu Sabba Neomon haben. Hallo. Oh, an, da bist du ja. Ich habe alles von Magnamon erfahren. Es sieht so aus, als würdest du dich super schlagen. Nun ich, nun Sir, wollten sie nicht. Ach, natürlich. Hä? Was ist los? Ist was passiert? Ein wenig zuvor begann Platinum-Thema zu verschwinden. Wir haben den Kontakt zu Yuchi und Kazuya verloren. Nein, Yuchi! Was? Wirklich? Nun, fürchte ich, dass die beiden in Gefahr sind. Oh nein! Wenn du irgendwas herausfinden kannst, sag uns bitte Bescheid. Natürlich, Sir. Vielleicht hängt und dann die dahinter. Bitte sei vorsichtig. Aber natürlich. No, Yuchi ist verschwunden. Nun, sind Yuchi und die anderen wirklich verschwunden? Ich sollte einfach mal rumfragen. Oh, die spannendsten Quests überhaupt. Oh nein! Kalumon, was ist los? Wir haben ein Problem. Nun, komm schnell zur Digifarm. Okay. Was ist los? Warum? Ja, okay, wir sollten uns beeilen. Okay. Gott, Spiel, zieh dich nicht so. Ich möchte den Endboss haben. Ich will das Spiel umhaben. Ich mache das Let's Play seit einem Jahr. Und sage und schreibe 31 Parts bis jetzt. du musst... Kalumon, was ist los? Wir haben wirklich ein großes Problem. Es sieht so aus, als wäre etwas richtig Böses hier. Kannst du es nicht auch spüren? Nium. Nium, nium, nium. Was ist passiert? Jetzt, als würdest du mich nicht kennen. Bläh. Diese Stimme. Unknown D. Ja, ich ist meine momentane Form. Das ist meine wahre Identität. Von hinten siehst du komisch aus. Was? Das kann nicht sein. Unknown D ist Alphamon? Ja, es ist richtig, du dummer, menschlicher Tamer. Aber was auch immer. Ich habe keinen Grund, den Menschen was zu erzählen, aber die Stärke, die du besitzt, die brauche ich, um meine Wünsche zu erfüllen. Ach, so typisch. Was zum... Ich kann mich nicht bewegen. Oh nein, an! Soll ich jetzt sagen, dass es nochmal spannend wird? Klingt so. Ja, du bist genauso wie die anderen Thema, genauso wie ich es gesagt habe. Was? Ich werde nicht. Ich kann. Ich verliere. Was auch immer. Sie wie angeboren. Warte, ich lasse nicht zu, dass sie das tust. Im Namen des Mondes. An, wach auf. Bist du in Ordnung? Bling. Oh, sie wie angeboren. Danke. Er hat die Kontrolle über mich. Was soll das, Alphamon? Ich habe nie gedacht, dass du Anodin wärst. Warum tust du all dies? Sevangemon, hast du es immer noch nicht verstanden? Die Menschen nutzen uns nur aus, bla bla. Denkst du wirklich, ich lasse zu, dass Menschen Digimon großziehen? Nein, wir brauchen keine Menschen, um stärker zu werden. Aber Alphamon. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Ich wollte allen anderen Digimon ihre Schwäche zeigen, indem sie mit Menschen und so und bla. Aber nun habe ich verstanden, dass es nicht genug ist. Ich habe mich entschieden, einen letzten Streich zu führen. Hä?
Ich werde ein Ultra-Digimon wiederbeleben, das die digitale Welt zerstören soll und alle Menschen zurück in die reale Welt schicken wird, sodass sie nie wieder in der Lage sind, zurückzukommen. Was? Gott. Der Macht des Mondes. Zieh dich nicht so spiel, Alphamon, ich werde nie zulassen, dass du das durchziehst. Zieh Angemon, du bist nicht in der Lage, mich zu stoppen. Und zack und bremst und boah und alle voll am Boden und jetzt kommen wir und machen Patsch oder so. Zieh Angemon an. Wenn ich deine Kraft hätte, würde mein Plan perfekt sein, aber zu schade, dass es nicht so ablief, wie es geplant war. In einem Ort wie diesen, was ist hier? Ich hab's nicht ganz versetzt. Ah, meine Energie! Plop. Nein, lass Kalumon in Ruhe. Zu lange, deine Kraft ist weg. Ich habe das Licht von dieser Digital, von diesem Digimon genommen. Die Kraft von Kalumon, die Digimon zur Digitation verhilft, ist weggenommen worden. Ich habe das Gefühl, als wollte er die Kraft nutzen, um dieses Ultra-Demon zu wiederbeleben. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur Saver, sondern auch noch Thema-Elemente drin, dass Kalumon das Licht der Digitation in sich trägt. Wir müssen ihn aufhalten. Ich bin K.O. Ich habe ihn einmal gehauen, er hat mich einmal gehauen, ich bin K.O. Sieh wie Angemann, du bist in schlechter Verfassung. Ich denke, du hast recht. An, ich brauche deine Hilfe. Du brauchst mich, um Alphamon aufzuhalten? Na, ich denke, er ist auf dem Weg zum Cornfield, irgendwo beim Chaos Gate. Er ist irgendwo, nirgendwo, bitte geh, folge ihm und bla. Ja, natürlich, Sir. An, sei vorsichtig. Na, ist schon okay, keine Sorge. Ich werde die Welt retten, yay! Guck mal, Andromon, guck mal, da ist ein Hi, Andromon, guck mal, da ist ein Hi, Andromon, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, da. Du gehst einfach durch. Er geht einfach durch. Na gut, ich glaube, das reicht für den Part. Im nächsten Part hoffentlich irgendwann mal das Finale. Ja, ich würde sagen, bis dann und ciao.